Mittelpunkt ist, dass man ein Spiel habe und es selber so gestalten können, dass wir am Ende eine für uns an Intensität nicht zu überbietende Saison mit einem für uns dann großen Erfolg abschließen könnte. Aber auch das sollte man, diese Gedankengänge sollte man nicht als Endlosschleife führen, sondern wisse, dass Hannover zum jetzigen Zeitpunkt wieder, wenn man die Spiele sieht, so kompakt und gut und aggressiv, mit einer enormen Aggressivität auf den Platz kommt, wie wir gesehen haben in Augsburg. Und natürlich dann mit dem nötigen Glück. Also natürlich, Hannover hat ja natürlich auch enorm Glück in Augsburg durch die durch diese mehrere Entscheidungen, aber nichtsdestotrotz gegen Bremen extrem aggressiv gespielt und körperlich. Und dann jetzt schon wieder Hannover so gut ist, wie man sie eigentlich ein Stück weit erwartet hatte, wie sie am Anfang der Saison waren. Und dann zwischendrin hatte sie auch Probleme. Und sind ja bestückt mit hervorragende Spieler. Ich meine, die Zielsetzung war ja klar vor der Saison. Das wissen wir ja noch, was die Zielsetzung war. Aber jetzt sind sie da, das muss man sagen. Aber wir ja auch. Vor dem her wird so hochintensives und interessantes Spiel für die Zuschauer. Aber jetzt, dass ich mich jetzt da grenzenlos freue auf das Spiel, oder ich freue mich auf jedes Bundesligaspiel und ich bin. Ich meine, jetzt waren wir in Hamburg Spiel ausverkauft, habe ein gutes Spiel gemacht und vorher habe ich in Dortmund und was weiß ich wo in München und dann an andere Standorte und überall sind 50, 60.000 und bei uns sind dann 25, aber da ist auch mal voll. Und es war, man hat es ja gemerkt an den Zuschauern, als das Tor fiel vom Nils, was dann auch für die Zuschauer abgefallen ist in dem Moment. Das hat ja alles mit dieser Saison zu tun gehabt und so hat man dann immer wieder außergewöhnliche Erlebnisse, manchmal positiv und manchmal leider auch in der Form der Enttäuschung. Jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Aber wir gehen das so an, wie wir alle andere Woche in den letzten Jahren auch angegangen sind. Ich wüsste jetzt nicht, was man da jetzt draufpacken könnte oder alles, was jetzt mehr wäre, wäre drüber für uns. Und von dem her gehen wir morgen nach Hannover und spielen und halber Sechse wissen wir mehr. Entweder sind wir großer Freude oder wir gehen oder es geht weiter oder dann nochmal wir spielen weiter oder wir sind in die zweite Liga. Das werden wir dann sehen. Wir gehen bleiben in der Bundesliga, dann geht der Kampf am Mitte Juli wieder los. Der wird wahrscheinlich so viel einfacher nicht in dieser schönen Stadt. Oder man geht in die Relegation, wollen wir so unbedingt halten, oder man steigt ab in die zweite Liga. Also was definitiv der Fall ist, der Verein ist derartig strukturiert und stabil, dass unabhängig von dem Ergebnis am Samstag das weiterhin einer der 100 tollsten Vereine in Deutschland ist. 1000 oder so. Es bleibt. Also, wir sind ehrgeizig und wir tun alles, aber mehr geht nicht. Mehr ist alles dann, mehr ist dann an, dann wird es alles vergiftet und so. Und wie gesagt, ich habe es ja vorher gerade geschildert, Sie sehen ja, was da passiert mit Leuten, mit Menschen. Dann in so, was sie glaube, sagen zu müssen und machen zu müssen. Und da möchte man nicht hinkommen. Da möchte man nicht hinkommen. Aber am Samstag kämpfen wir. Mit allem, was wir haben.